Hallöchen, ich bin es, Mr. Egg, und aus dir mache ich eine Probe. Lass mich in Frieden! Oh nein, ich wurde von Mr. Egg, dem bösen Professor, eingesperrt und ich sollte hier ganz, ganz schnell rauskommen. Niemals. Na, das werden wir zusammen herausfinden. Und damit erstmal, hey Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt und wenn ihr jetzt einmal hier bist, lasst gerne einen Daumen runter. Vergesst nicht, kostet so wenig und keine Ahnung, können wir nichts mehr wie dieses zu verpassen. Und ihr habt es gehört, wir sind hier von Mr. Egg eingesperrt. Ja, wir müssen es zusammen versuchen, hier zu entkommen. Aber ich denke, da wir so richtige Profis gemeinsam sind, sollten wir das schaffen. Hier haben wir auf jeden Fall so ein paar nicht Spikes, aber irgendwie wie so eine Luftventile, die auf jeden Fall hoch und runter gehen. Und ich kann einfach der verrückte Arzt werden, Mr. Egg, aber ich möchte das tatsächlich nicht werden. Und warte mal, ich kann hier einfach einen Spieler kicken? Nee, das mache ich tatsächlich nicht, aber ich will hier echt ganz, ganz schnell raus, Leute. Denn irgendwie finde ich das hier ein bisschen gruselig. Okay, oh mein Gott. Und da ist Mr. Egg und... Oh, ihr darf uns nicht sehen und... Nein! Komm her, ich werde dich wieder einsperren. Oh, Freunde, okay, wir dürfen nicht erwischt werden von ihm. So, warte mal, kann ich hier rüber? Kann ich hier rauf? Nee, okay, ich muss diesen Button dort aktivieren. Oh, nein. Nein. Okay, Freunde, wir müssen ihn erst irgendwie austricksen. So, ich muss an ihm vorbei. Und bitte, und klicken. Und okay, rüber, schnell, rüber und raus hier. Tschüss. Ja, haha, das hast du wohl davon. Ich werde nicht so schnell aufgeben. So, wir sind nämlich gut im Rennen, Freunde. Und vielleicht stelle ich auch die neue Bestzeit auf. Vielleicht bin ich ja sowas wie ein richtiger Profi. Okay, wir sind hier in den stinkigen Toiletten. Riecht auf jeden Fall nicht so lecker, aber... Wir graben uns mal ein bisschen nach unten. So, Freunde, langsam. Okay. Oh, die Frage ist... Oh, wo kommen wir an? Und, na toll. Mr. X. Spielparadies? Okay, sieht vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen komisch aus, aber irgendwie sieht alles ein bisschen so wie nach Ärztezimmer aus. Okay, das ist wirklich ein Arzt, Leute. Ich gebe es auf. Der ist auf jeden Fall gefährlich. Und guck mal. Boom, ich kann ja bam, den Boden zerstampfen. Ja, das werde ich auf jeden Fall weitermachen. So, alles zerstampfen. Aber Leute, ich werde hier mich beeilen. Ich werde hier keine Zeit heute verschwenden, denn ich will auf jeden Fall gegen euch spielen und einen kleinen Speedrun machen. Denn ihr müsst es nach dem Video schaffen, schneller als ich zu sein. Und schreibt mal in die Kommentare, wie gut du warst. Und schreibt mal deinen Roblox-Namen natürlich in die Kommentare, um Robux zu bekommen. Ich glaube, Mr. Egg oder wie auch immer der heißt, wird keine Chance gegen uns haben. Weil wir rushen hier gefühlt richtig durch gerade. Okay, die Brücke ist offen, aber ist die auch sicher? Naja, so sicher sieht die ehrlich gesagt auch nicht aus. Aber wir probieren es. Okay, Freunde. So, hier drüber. Das ist einfach eine Brücke, die in der Luft schwebt. Sehr interessant. Ich weiß nicht, wer die gebaut hat, aber... Oh. Nein, okay, es geht nach oben. Keine Ahnung, wer die gebaut hat, aber auf jeden Fall sah die nicht so sicher aus. So, hier können wir auf jeden Fall lang fliegen. So, hier, okay, nicht treffen lassen und, oh nein, da ist er. Warte mal, willst du etwa schon abhauen? Okay, Freunde. Wir rennen mal lieber weiter. Oh mein Gott, wir können uns ja auch Sachen kaufen. Laser, Wolke. Ich würde sagen, wir sind keine Noobs, wir brauchen nichts. Nee, wir sind natürlich mega gut, deswegen sind wir hier, Alter, das ist Riesenbandagen. Guckt euch mal dieses First Aid Kit an. Oh Gott. Na gut. Nichts wie raus hier aus diesem verrückten Laden. Unten links steht übrigens meine Zeit, Freunde. Ich bin jetzt einfach mal 52 Sekunden. Das ist übelst gut. Ich kann mir einfach einen Speedboost kaufen. Alle Beschleunigungen kaufen? Warte mal. Bringt mir das wirklich und... Oh mein Gott. Ey, Vitamin Roblox hat deinen Speed für 60 Sekunden erhöht. Und ich würde sagen, wir fliegen. Und ey, das funktioniert ja besser, als ich dachte. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so gut jetzt da durchkommen. Und let's... Ja, okay, der letzte Sprung hat nicht so funktioniert, wie ich mir das dachte. Aber hey, ich habe trotzdem den Checkpoint bekommen. Okay, so, über die Lava spritzen. Ich weiß nicht, welche oder auf welche Ideen der alles kommt, um einfach nur uns aufhalten zu möchten. Naja, gut. So, hier sind wir auf jeden Fall. Wir sind schon Stage Nummer 22. Oh, Alter, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, Freunde, warten. Und oh mein Gott, die Wände, die zerprellen richtig auf die andere Seite. So und, ja, boom. Okay, ich staune überhaupt, dass das ganze Krankenhaus noch steht. Aber ich meine, solange wir noch stehen, ist ja alles in Ordnung. Ich weiß auch gar nicht, wie oft wir jetzt umgeschnetzelt wurden. Ja, hier stand mal ein Dummy. Ich weiß nicht, was mit dem kleinen Dummy passiert ist. Ich bin nur der Staubsauger. Oh, okay, das macht Sinn. Naja, egal. Gehen wir mal schnell weiter nach oben.
Oh, oh. Okay, warte mal. Hä? Wie sollen wir das machen? Und, man läuft hier automatisch hoch. Ich dachte, man muss hier rüberspringen. Hey, das muss mir doch mal jemand sagen. Eine Überschallwaffe? Wow. Okay, Freunde, ich glaube, jetzt wird ernst. Wir kämpfen gegen den Mr. Egg. Also Mr. oder den bösen Arzt. Und, oh mein Gott, er schießt irgendwelche Blutgefäße. Okay, Freunde, es ist sehr, sehr laut hier. Ich erkenne meine eigene Stimme nicht mehr. Aber friss das, du böser Arzt. Nichts da, ich kann mich schützen. Oh mein Gott, er kann sich sogar heilen, Freunde. Naja, das werde ich nicht zulassen. Okay, 2000 Leben hat er noch am Start. Komm, 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 Vitamine. Bitte, bitte, bitte. Du musst es schaffen. Du musst diesen bösen Arzt, diesen bösen Affenarzt besiegen. Und das können wir natürlich nur gemeinsam, Freunde. Alter. Okay, wir haben schon Schaden bekommen, Freunde. Aber wir haben ihn besiegt. Oh yeah. Und ich würde sagen, wir rennen ganz, ganz schnell durch. Und jetzt sind wir am Ende. Oh yeah. Haha, du bist doch längst nicht am Ende. Warte mal, was? Warte mal, was passiert hier? Was? Nein! Warte mal, was? Haha, du bist du bei meinem Experiment, Mr. Egg. Oh, oh, Freunde, jetzt sind wir auch noch bei Mr. Egg eingesperrt. Okay, wir lassen dieses Riesenbaby mal lieber schlafen, denn das sollten wir vielleicht nicht aufwecken. Okay, Freunde, wir versuchen natürlich hier auch noch auszubrechen. Oh Mann, ey, der Arzt hat es wirklich versucht und natürlich auch geschafft, uns weiterhin einzusperren. Oh Mann, ich will hier unbedingt entkommen, Freunde. Oh Mann, ey, aber das werden wir natürlich gemeinsam schaffen, denn wir sind natürlich die Besten. Okay, hier haben wir dieses nächste kleine Hobby, was wir natürlich auch machen müssen. Oh Mann, ich fühle mich hier so unsicher tatsächlich. Bitte zerbrich nicht. Oh mein Gott, guckt euch mal die Leiter an. Also nicht die Leiter, sondern diese Brücke. Sieht ein bisschen unsicher aus. Okay, wir sind aber jetzt schon Stage Nummer 4. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Mr. Egg gar nicht so gut ist. Zumindest ist er ja die ganze Zeit eingeschlafen. Eigentlich kann er uns gar nichts tun. Ich meine, lassen wir dieses Riesenei einfach weiter schlafen. Wecken wir es gar nicht erst auf. Ist alles in Ordnung. Oh nein. Trotzdem sollte man tatsächlich das Obi schaffen. Denn das ist ja eigentlich hier für Babys. Oh Mann, Vitamine. Du bist offiziell ein Baby. Okay. Bleibt ihr stehen oder geht ihr kaputt? Okay, die bleiben stehen. Kann ich auch einfach hier laufen? Oh. Ja, wow. Das funktioniert nicht. Super Trick. Okay. Aber zack, zack, zack. Das ist noch alles machbar. Dann kommen wir wieder über eine... Oh nein, über eine Brücke. Und wo befinden wir uns eigentlich? Ist das so ein Riesenraum von dem? Ist das ein Spielzimmer? Oh Mann, wenn ich das bloß wüsste, dann wäre ich auf jeden Fall schlauer. Oha. Alter, hier sind einfach Blattpapierwände. Ich kann mich fast verstecken. Naja, nicht so richtig. Aber ich würde sagen, es geht weiter. Oh mein Gott, guck dich mal diesen Ast, diesen Baum an. Der sieht übelst realistisch aus. Hey, ich bin Vitamine auf einem Baum. Okay, der Baum ist tot, ich weiß. Aber egal, wir haben nämlich eine andere Mission, denn die heißt Entkommen. Stage Nummer 8 hätten wir auch easy geschafft. So, wir brauchen natürlich nur ein Stage-Symbol, damit wir uns abspeichern können. Und oh, warte mal, ich glaube, Freunde, Mr. Egg ist wach geworden. Hallöchen, ich bin Mr. Egg und will dich fressen. Okay, Freunde. Wir haben ein kleines Problem mit... Der furzt auch noch. Okay, so, so, schnell, 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 schnell. Okay, interagieren, anmachen und... Guckt euch mal diesen riesen Po an. Der hat schon wieder gefurzt und der hat uns wiederbekommen. Okay, irgendwie vor dem zu entkommen ist gar nicht mehr so einfach. Denn der ist übel schnell, finde ich. Guck mal, der holt mich ein. Okay, rennen Sie hinterher. Das ist gut. Lass mich bitte in Ruhe. Dankeschön. Jetzt ist aber mal gut. Hier wird nicht immer nur gefurzt. Ist ja widerlich. Naja, lass mich doch weiter furzen und stinken, wenn das so... Alter, das höre ich bis hierhin. Ist ja wirklich ekelhaft. Okay, Freunde. Aber wir irritieren oder wir lassen uns davon nicht irritieren, denn wir sind gerade sehr, sehr gut dabei. Schreibt jetzt auch mal Hashtag Vitaminami in die Kommentare, wenn du bis hierhin geguckt hast, denn dann kriegst du ein Herz auf deinen Kommentar. Und ich würde sagen, jetzt schnell hier nach oben. Übrigens habe ich ja eine Mitstreiterin. Warte mal, kann ich hier irgendwas machen, irgendwas Lustiges? Hexenwesen, Geschwindigkeit, Jetpack. Nö, ich will eigentlich die Leute ärgern. Also irgendwas mit Bogen und Pfeil oder so. Ehrlich gesagt will ich nicht cheaten, ich will einfach nur irgendwas Spaß haben. Mann ey, schade, dass das Spiel es nicht hat. Okay, müssen wir jetzt hier hoch? Nee, wir müssen hier weiter. Sie versucht einfach da lang zu gehen. Hä? Okay, entweder kennt die einen Geheimtrick. Nee, man kann da nicht rauf. So,
Oder, ja, die weiß einfach nicht, dass wir hier lang müssen. Und, ey, da vorne wartet schon jemand. Hier sind übelst viele gerade. Vielleicht kommt ihr auch alle nicht weiter, weil sie einfach wirklich da die ganze Zeit gegenrennt. Niemand hat mir was von gefährlichen Messern erzählt. Und eigentlich hat mir auch niemand was von erzählt, dass Eier auf einmal leben. Irgendwie komisch. Warte mal, was ist denn das hier? Okay, ich fühle mich auf dem Förderband wie eine Karotte, die gleich geschält wird. Hallo, da sind wir doch wieder. Oh, das ist Mr. Egg. Okay, warten und springen. So, das sieht gut aus. Hey, hier vorne hat nämlich auch gerade Probleme. So, und springen. Oh, okay, das war nochmal knapp. Gerade eben in dem Moment kam einfach das Messer nach unten. Und, ja, okay, da hinten müssen wir hin. Ja, das schaffen wir locker. So, hier haben wir auf jeden Fall Eier. Das Eigelb ist nicht von dem Eiweiß getrennt. Soll uns das was sagen? Stage Nummer 14. Ich hoffe, wir kommen bald zum Ende. Denn ich möchte hier echt nicht mehr lange drinnen bleiben. Denn Mr. Egg ist mir ein bisschen suspekt. Okay, sind das eigentlich Yoshi-Eier? Das sieht zumindest so aus, ne? Oh mein Gott, einfach Yoshi-Eier von Mario. So, okay, das hätten wir auch. Bam. Stage Nummer 16. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen uns beeilen. Wenn die jetzt da hinten weggehen, dann haben wir ein kleines Problem. Okay, die bleiben stehen. Gut. Oh mein Gott, da haben wir nochmal Glück gehabt. Und ich muss sagen, bis jetzt finde ich das Obby hier viel einfacher als das von dem bösen Koch. Oh mein Gott, das war kein Kochvitamin, das war ein Arzt. Okay, auf Eiern rumlaufen ist irgendwie auch ein bisschen komisch und seltsam. Aber wahrscheinlich gehören die alle Mr. Egg. Und der möchte seine Eier natürlich beschützen. Da müssen wir auf jeden Fall ganz, ganz dolle drauf aufpassen. Okay, was sind das hier für Teile? Okay, hier kann ich alles berühren. Hier mache ich auf jeden Fall nichts kaputt. Das ist auch natürlich schon mal gut. So, hier rüber und... Ah, so eine Gondel. Oh mein Gott, wie cool. Ich will einsteigen. Alles einsteigen. Ich sitze drin und... Okay, ich werde jetzt so ein bisschen mitgezogen oder... Ja, ich stehe auch einfach blöd rum. Aber passt schon und rüber. Haha. So, bald haben wir es hoffentlich geschafft. Oh! Okay, Freunde, hier kommt einfach eine dicke, dicke, fette Kugel entgegen. Okay, da ist sie schon wieder. Wow, die ist echt riesig. Okay, nee, ich warte lieber. Bevor ich das nicht schaffe, werde ich lieber mal warten. Und jetzt gehe ich easy weiter. Und Beschleunigung. Oh mein Gott, ich glaube, jetzt kommt noch so ein Speed-Level, so ein Speed-Race. Okay, Freunde, und ab geht die Post. Wir brechen von Mr. Egg aus. Und warte mal, ich nehme die linke Bahn, die, oh mein Gott, die kleinere. Fast bin ich runtergefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Aber, ja, das geht ganz gut hoch hier gerade. So, Checkpoint und rüber. So, bam, bam, bam. Easy. Und warte mal, leicht, normal, schwer? Okay, ich würde natürlich sagen, ich nehme schwer. Hey, würdest du mir helfen? Komm, wir gehen in den schweren Aufzug. Warte mal, ihr könnt 8 Leute mitmachen? Okay, ich probiere es aus, Leute. Keine Ahnung, was das bedeutet mit schwer. Okay, Freunde, ich verstehe, warum es schwer ist. Denn Mr. Egg schießt hier Kanonen auf uns. Und oh mein Gott, wir kämpfen alleine gegen Mr. Egg. Und der hat einfach 8000 Leben. Aber na gut, ich werde mich nicht unterkriegen lassen und werde weiterhin auf ihn schießen. So, okay, Alter, guck dich das mal an. Er sieht halt auch einfach aus wie so ein Monster. Das ist einfach ein Ei mit Maschinengewehren. So was habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Okay, aber wir haben schon gut Leben abgezogen. Zumindest ist es bei 4000 die Hälfte. Kann ich irgendwie auch Headshots machen oder so? Nee, nicht, aber ich kann nur so ranzoomen. Wow! Ey, jetzt ist aber mal gut hier, Mr. Egg. Warte mal, ich schieße mal ein bisschen auf die Beine. Das tut sicherlich auch weh. Du kannst mich nie besiegen. Denn ich bin Mr. Egg. Ich bin unsterblich. Na warte, das wirst du ja doch sehen. Du bist überhaupt nicht unsterblich. Ich bin einer der besten Spieler hier in Roblox. Und okay, warte mal, was ist eigentlich, wenn ich das Ei die ganze Zeit anschieße? Kriegt er durch Damage? Und oh mein Gott, ich glaube, das funktioniert nicht. Aber er hat doch immer 2000 Leben. Und okay, ein bisschen auf die Arme zielen, auf den Kopf zielen. 1700, okay, Freunde. Oh mein Gott, ich kann sogar sprinten, das sehe ich jetzt erst. Na? Ja, hast du wohl keine anderen Attacken? Der hat einfach nur die gleiche Attacke, Freunde. Eine und dieselbe Attacke. Und guck mal, ich kann stehen bleiben. Okay, ich kann auch nicht stehen bleiben. 400 Leben und okay, wir werden schaffen und besiegt. Haha, Mr. Egg ist zerstört. Und jetzt nichts wie raus ins Ende. Und warte mal, was? Wir können hier noch Seilbahn fahren? Ich liebe Seilbahn. Oh yeah, ab geht es nach drüben. Warte mal, was ist... Oh, wenn ich aussteige, das war doof. Das war wirklich doof. Okay, Freunde, vielleicht sollten wir es nicht nochmal drauf anlegen. Denn irgendwann möchte ich ja mal ins Finish kommen. Also ins Ende. Hier steht einfach Start. Nee. Oh mein Gott, warte mal.
Ich kann das anhalten? Okay, wir stecken fest. Nichts da, wir fahren nämlich jetzt noch bis drüben ins Ziel. Und dann haben wir es geschafft und sind Mr. Egg tatsächlich entkommen. Was passiert denn da drüben mit der anderen Seilbahn? Die spielt echt verrückt. Aber wir sind am Ende und wir können aussteigen und... Yeah, wir haben es geschafft und... Alter, machst du Party da? Okay, das Ding ist ein bisschen kaputt oder so. Leute? Ich will ja nicht sagen, aber naja, egal. Aber Freunde, wir mit Schwerkraft und können springen und danke fürs Spielen. Oh yeah, Freunde. Aber ich würde sagen, Freunde, wir können hier noch ein bisschen springen und uns im Springbrunnen abkühlen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr solch coole Hobbys sehen wollt, lasst es mich wissen mit einer Runde. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüss.